Hallo, ich bin leider ein bisschen erkältet und trotzdem mache ich das, was ich euch versprochen habe in meinem Blog. Und zwar ein aktualisiertes Video von meiner Schminksammlung, nachdem diese abgespeckt hat. Unter einer abgespeckten Schminksammlung wird der eine oder andere sicherlich verstehen, dass ich euch jetzt gleich ein Mascara, Labello und vielleicht noch einen Kajalstift zeige. Aber ich muss gestehen, so abgespeckt ist sie nicht. Von daher, ihr seht jetzt gleich meine neue Feng Shui-Schminksammlung. Das spezielle Prinzip daran ist, dass ich jetzt so mein Basis-Equipment habe, was ich haben möchte. Und immer wenn ich irgendwas Neues kriege, sei es geschenkt oder gekauft, dann muss ich etwas anderes dafür abgeben. Das ist echt manchmal so schwer. Und ich habe manche Sachen, die will ich einfach behalten, weil ich die will. Und naja, ich zeige euch jetzt, was ich noch habe. So, fangen wir an mit meinen Lidschattenpaletten. Ich habe auch Quarz da drin und sowas. Jetzt zeige ich euch. Guck mal hier, ich habe das hier in die Box gesteckt. Ne? Und jetzt zeige ich euch, was da noch drin ist. Und für abgespeckt sieht es vielleicht gar nicht so abgespeckt aus. Also ist noch einiges drin. Ich zeige euch jetzt, was es ist. Ich hole jedes einzelne Teil raus. So, erstmal diese beiden habe ich behalten, weil ich die sehr, sehr liebe. Das sind meine Quads von L'Oreal. Ich habe auch schon einige schon mal geswatcht. Mein absoluter Liebling ist übrigens das. Das benutze ich sehr oft. Habe ich heute auch als Highlight da oben drauf. Und da sind so ganz tolle Highlighter für den inneren Augenwinkel drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Aber wenn ihr mal bei DM seid oder so, oder irgendwo, wo es die Dinger gibt, ihr müsst euch das swatchen. Es ist unglaublich gut. Unglaublich, unglaublich, unglaublich gut. Hier ist übrigens auch so ein verdammt geiles Zeug drin. Das glitzert. Da sage ich dir, ich mache mir einen Schlüpper vor Freude, du. Siehst du es? Okay. Also das finde ich echt ganz, ganz toll. Deshalb habe ich die behalten. Und weil die machen eine unheimlich schöne Augenfarbe. Selbst wenn ich mir sicher bin, ich habe wieder hier die falschen Farben gekauft. Einmal für grüne Augen und einmal für grüne Augen. Was für Augen habe ich nochmal? Grün sind die, glaube ich, nicht. Aber mir gefallen die Farben besser. Weil für blaue Augen gibt es das so mit so hellblau und so. Und ich weiß nicht, da fühle ich mich immer so transenartig, wenn ich so hellblau drauf habe. Das steht mir irgendwie nicht so. Also nur noch mit braun zusammen. Aber er kommt ja dann nicht mit braun zusammen, sondern mit blau. Dann zeige ich euch meine Sleekies, die ich noch da habe. Sind das alle? Ja. Einmal meine Paraguaya-Palette. Das sind diese ganz schönen Farben, die für viele Leute gar nicht geeignet sind, die aber toll sind, wenn man so eher Augenrichtung blau hat, so wie ich, weil sie die Augenfarbe super, super geil rausbringen. Und ja, Sleek, ich meine, Swatches braucht er wahrscheinlich nicht, aber das ist alles so Autolackmäßig. Das sind hier zwei matte Farben, die ich euch geswatcht habe. Von daher wird man die jetzt nicht so leicht sehen. Aber Sleek sagt ja den meisten sicher was. So, dann ohne die geht es auch nicht. Das ist ein ganz wichtiger Klassiker. Das ist die Storm. Und ich zeige euch die auch nochmal. Guckst du hier? So, dann kommt die letzte Sleek-Palette, die ich noch behalten habe. Das ist die Monaco. Und die benutze ich tatsächlich recht häufig, weil ich diese funky Farben super gerne als Lidstrich benutze. Und ich finde einfach, die macht mir Laune. Ich habe die deshalb behalten. Ansonsten nur für Lidstrich jetzt eine Palette, keine Ahnung, aber die Farben sind so schön. Ich zeige euch hier meine zwei Lieblingsfarben. Da ist auch schon einiges raus. Das ist einmal sowas, ich würde sagen, ein Froschgrün und ein richtig krasses Metallic Rot-Orange, whatever. Also sehr schön. Sleek sind die besten. Ich mag die. Und hier dieses Hellblau und das, ach, die Farben sind einfach alle irgendwie so ein bisschen geil, ne? Und Alf findet übrigens, das sind alles dieselben. Das heißt, wisst ihr Bescheid, für Männer ist das immer ein bisschen, naja, exotisch. Dann habe ich etwas, das ist von St. Melisandre. Und zwar hatte die das im Tauschpaket für Rockstar Bunny. Und Rockstar Bunny
wollte das nicht. Und ich meine, das Design von der Palette turnt jetzt erstmal nicht so an. Aber was ich sehr, sehr, sehr gerne mag, ich habe euch das im Blog schon geschrieben, sind hier diese obere Farbreihe. Insbesondere, ich kann euch das nicht swatchen, weil der Swatch bringt es nicht rüber. Aber diese, zum Beispiel das Grün und so, diese Highlighter für inneren Augenwinkel und unter die Augenbrauen sind super geil, weil die irisieren so ein bisschen. Das sind so schöne Farben, dass ich einfach dachte, na gut, ich nehme euch mit. Und ich benutze die echt oft. Ich mag die richtig. Weitere Palette, naja, Palette, doch, ist eine Palette, ist eine kleine Palette. Die verdanke ich meiner lieben Tine, Netmount Freundin. Und zwar habe ich ihr Video geguckt über die Vampires Love LE. Und ich wollte eigentlich nichts kaufen. Und ich bin damit geendet, dass ich alle drei Sachen, die sie vorgestellt hat, gekauft habe. Und zwar ist das hier die Palette davon. Und ich musste die einfach haben. Oh, jetzt habe ich bestimmt wieder zu früh weggezogen. Und dann ist das nicht scharf für euch. Okay. Wegen diesen zwei Farben wollte ich das haben. Das eine ist ein Grün-Gold, Grau, was auch immer, Braunfarbe. Also wissen wir nicht. Und eins ist ein mattes Schwarz mit Silberflitter drin. Und beide diese Farben hatte ich noch nicht. Zumindest habe ich das gedacht, als ich es gekauft habe. Ein mattes Schwarz mit Flitter drin hatte ich tatsächlich noch nicht. Dieses Grün-Grau, Gold, whatever. Ist sehr, sehr ähnlich einer Farbe, die ich von Alverde oder Alnatura, weiß ich gar nicht, gucke ich gleich mal. Na, Alnatura, ist das nicht diese Fressensfirma von DM? Nein, ist egal. Habe ich auf jeden Fall Pigment und das heißt Sage und das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Kann ich euch nachher mal zeigen. Obwohl, das ist ein loser Minerallidschattenpuder, das ist kein Pigment. Dann habe ich noch etwas unter Paletten abgespeichert. Das wird jetzt mich verlassen müssen. Und zwar, das ist meine Blush-Palette. Ihr seht, sie hat einige Reiseverletzungen erlitten. Ich werde das nochmal anständig sauber machen und dann mal mit in ein Tauschpaket packen, weil ich habe die mir gekauft und jetzt festgestellt, ich benutze die gar nicht oft, weil ich solche, also ich habe genug Blush. Sag ich mal so, ne? Weiß Bescheid. Das heißt, die sucht ein neues Zuhause im Sinne von Tauschpaket. Ein Moment, es klingelt an der Haustür. So, die kleine Unterbrechung lag daran, dass mein Hund im Hintergrund rumläuft, hört ihr bestimmt. Auf jeden Fall ist das so, dass im Moment das Esszimmer gestrichen wird und der Maler hatte eine Frage. Das ist es. Okay, wo war ich? Bei irgendwelchen Paletten bestimmt. Paletten, ja, jetzt kommt mein... Naja, sage ich gar nicht dazu. Ihr wisst das, meine wunderschöne Naked-Palette. Und die muss man einfach haben. Also wenn du die noch nicht hast, sieh zu, dass du die kriegst, weil ohne dich geht's nicht. Und ich bin ein kleiner Channel, das heißt Urban Decay hat mich ganz sicherlich nicht irgendwie bezahlt, dass ich das sage. Ich liebe sie, ich könnte es... weißt du Bescheid? Ich liebe das Teil einfach. Es ist wirklich toll. Ja, swatchen tue ich das auch nicht, weil ich habe ein Video über die Palette. Das heißt, da kannst du einfach bei mir im Channel gucken, wenn du nochmal genau gucken willst. Aber ich glaube, in 1 Million Channels hat man die schon gesehen. So, das sind jetzt meine Lidschatten gewesen in gepresster Form. Obwohl eigentlich nicht, die Einzellidschatten zeige ich euch auch gleich noch. Und ja, damit geht es jetzt weiter. So, da siehst du meine eine Make-up-Schublade. Und zwar ist hier eine ganze Menge drin, da ist mein Puder drin, da sind meine Foundations drin, meine Blushes und auch meine Einzellidschatten. Die zeige ich dir zuerst. Fangen wir an mit einem besonderen Liebling von mir. Das ist von L'Oreal. Eine Farbe, die heißt Ombre Paupières oder so, kann ich Französisch. Also das ist sprachlich schon ein bisschen schwierig. Das ist die Nummer 46. Das ist ein Crystal Brown, steht hier drauf. Und das trifft es auch wunderbar. Das ist eine Farbe, die kann ich echt empfehlen. Und kostet so knapp 8 Euro. Und das ist ein Mittelbraun.
mit Goldflitter drin. Ob man das Geflitter sieht, weiß ich nicht, weil das Licht ist hier heute ehrlich gesagt für den Arsch. Aber ich liebe die Farbe, die ist ganz toll. Ich bin auch so ein Bling-Bling-Freund. Also Bling-Bling-Freund wäre schon gut. Dann, ja, Klassiker, MAC Club. Muss ich haben. Das ist natürlich auch ein Lidschatten, der die Lager etwas spaltet. Der eine sagt, er findet ihn toll, der andere findet ihn nicht so toll. Ich finde ihn toll. Und ich kann gar nicht ohne den leben. Ich finde den ganz, ganz schön. Ich liebe den. Ich muss mal ein bisschen rumwühlen nebenbei. Dann habe ich noch einen Einzellidschatten von Maybelline New York, Intense Green. Und auf den stehe ich, weil ich den gerne zusammen mit meinem MAC Club benutze. Und zwar hat der ein unheimlich schönes, ganz ja, schwaches Braun, was so ein bisschen irisiert. Und das nutze ich gerne zusammen, und zwar quasi für den inneren Augenwinkel. Das ist nicht sehr intensiv grün, aber es ist unheimlich schön. Es hat so einen Überraschungseffekt. So, von einer Seite bin ich grün und von der anderen Seite siehst du mich erstmal nicht. Stehe ich drauf. Manche könnten auch sagen, vielleicht ist es schlecht pigmentiert, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das soll diesen changierenden Effekt haben. Dann, neu von Imelli, ist das ein Shimmer Cubes Palette von The Body Shop. Und zwar in den Farben Perlweiß, Precious Pink, Silver Sparkle und Green Shimmer. Und ja, das ist, ja, da kann man gar nicht so swatchen, weil das ist ein sehr, sehr intensiver Schimmer. Und zwar so richtig, richtig intensiv, dass du gar nicht so richtig die Farbe vielleicht jetzt erkennen kannst. Apropos, das Silber muss da raus, weil das werde ich nie im Leben benutzen, also muss es weg. Keine Angst, das kommt in ein Tauschpaket, ich schmeiß das schon nicht weg. Und ich finde die Verpackung auch süß. Gewöhnungsbedürftig, aber süß. Das sind im Grunde genommen vier einzelne. Dann habe ich, die swatche ich euch nicht, ich zeige euch nur, einmal aus der Ballerina Backstage das Isoflé in Dance the Swan Lake. Das will ich euch lieber nicht zumuten. Und das ist halt ein ziemlich helles Rosa. Ich nehme das oft als Base. Und was ist denn da drin? Da habe ich wieder ein Stück blauen Lidschatten, wie es aussieht. Und dann habe ich zwei Superstay Eye Creams, eine in rosa, eine in grün von P2. Ihr kennt das, ist im Moment mittlerweile sogar Standardsortiment, sind auch meine Bases. Alles, was ich an feuchten Lidschatten habe, sind meine Bases. Okay, waren das alle einzelne? Jo, das waren alle einzelne. Dann gucken wir uns jetzt die Pigmente und Loose Powders an. Das hier sind meine losen Eyeshadows. Und Pigmente, die sind so ein bisschen gemischt durcheinander. Ihr seht, das sind zu viele, dass ich euch jetzt jeden einzelnen vorstelle. Dann sitzen wir ja übermorgen auch noch. Von daher schaue ich euch einfach mal nach, welches meine Lieblingspigmente sind. Den Drama von Sleek, das ist ein mattes Schwarz. Und das schwärzeste Schwarz, was ich jemals hatte, benutze ich sehr gerne als Lidstrichersatz. Oder um Alf zu schminken. Naja, für diesen Halloween-Dingsbums haben wir das auch verwendet. Sehr schön sind die Lidschatten von Alberta. Ach, da könnte ich euch Sage jetzt gleich mal zeigen. Das ist der, der finde ich ein bisschen ähnlich diesem grünen Gold, whatever ist. Allerdings, okay, bei Tageslicht nicht ganz so sehr wie gestern Abend. Und zwar ist das so eine Art grünliche Ton, der ist jetzt hier geswatcht. Den ich mag, aber auch nicht so oft benutze. Eigentlich jetzt, wo ich... da gefällt mir der aus der Vampires irgendwie besser. Weißt du was? Der geht auch in das Tauschpaket. Lieblingsteile habe ich einige. Okay, MAC Naked brauche ich euch nicht zeigen. Rich Life auch nicht. Kennt ihr bestimmt. Und Kitschmas auch. Das sind Abfüllungen, also habe ich nicht im Original. Ein besonderer Liebling von mir ist Paper Beige. Das ist so eine Alltagsfarbe und der Hersteller ist in diesem Fall Zoeva. Ich mache das mal hier drauf. Das ist so ein
Ja, beige, braun, grau. Sehr dezent. Und das trage ich sehr gerne, wenn man jetzt eigentlich mehr so ungeschminkt aussehen möchte. Mit ein bisschen mehr Ausdruck als ungeschminkt. Den finde ich ganz, ganz toll. Und dann gibt es noch eine Farbe, die müsst ihr unbedingt sehen, weil ich liebe die abgöttisch. Café Royal heißt die, die ist von Zoeva. Und das ist auch eine, die habe ich in meiner Sammlung behalten. Das ist ein mattes Braun, ein dunkles mattes Braun. Und da sind größere Goldflitter drin. Und das ist ein warmes Kaffeebraun. Also super gut für meine Augenfarbe. Ob man das Glittern jetzt sieht, weiß ich nicht. Aber das Matt zusammen mit dem Flitter finde ich ist immer ein schöner Effekt. Und jetzt, oh, das ist so geil. Und vor allen Dingen, das ist ja jetzt eher was für Abend-Make-up. Ist klar, dass du nicht tagsüber wie so ein buntes Huhn herumrennen willst. Oder braunes Huhn. Hat man eigentlich jemals genug Brauntöne? Das frage ich mich manchmal. Und ja, ich mache jetzt erstmal die Swatches ab. Nach einer weiteren Unterbrechung bin ich wieder da mit noch schlechterem Licht. Was veranstaltet der da draußen? Ich meine, sind wir heute hier, weil ich mag aber nicht Sonne oder sowas Tag. Wie auch immer, wir werden nach und nach ein bisschen Beleuchtung hier anschaffen, weil es hier einfach ein bisschen dunkler ist. Hier sind nicht solche riesen Fenster. Ich war stehen geblieben bei meinen Lidschattenpigmenten. Ich zeige euch jetzt hier, habe ich gerade eins geswatcht. Das ist von Zoeva und das heißt Cool Jazz. Es ist so ein bronziges, dunkleres Braun und ich liebe es total. Es ist auch wie Autolack. Und ihr wisst, da stehe ich drauf. Dezenter ist der Minerallidschatten von Alverde. Das ist auch Pulverform, also loser Lidschatten in Aubergine. Den mag ich sehr gerne, den trage ich auch öfter, den trage ich auch heute in der Lidfalte. Ne? Weißt du Bescheid? Also ganz toll finde ich natürlich auch meine Box. Guck mal hier, die Box musst du dir auch angucken. Könnte ich mich schon wieder, ne? Weil das ist einfach wie schön. Und Umziehen hat auch so seine Vorteile. Ich habe hier meine Spezialohrringe wiedergefunden. Ich nenne die immer meine Puffohrringe oder so, weil ich finde, die sind schon so richtig extra klunker. Und ich habe ja keine Ohrlöcher, weil ich immer es nicht vertrage. Das ist ein Clips. Und guck mal, wie geil dieser Clips ist. Warte mal, vielleicht mache ich mir das einfach mal gleich ans Ohr, aber erstmal zeige ich dir den so. Super, ne? Und wenn ich mag die total. Ich meine, ich habe jetzt die Haare nicht hochgesteckt, aber wenn du dir vorstellst, ich hätte die hochgesteckt, ist schon ein bisschen geil, ne? Und dazu jetzt noch so ein richtig, richtig heißes Abend-Make-up. Fühle ich mich fast schon wie ein sexy Nilpferd. Alle, die wissen wollen, was das bedeutet, müssen unser E-Book lesen. Ich hoffe, das kommt übrigens bald. Also, wir haben jetzt noch mal ein paar Änderungsvorschläge gekriegt fürs Video, also für das Werbevideo. Und setzen die gerade um. Mal gucken, was die dann sagen. Ich hoffe, die sagen, ja, jetzt ist alles genehmigt. Mal gucken, mal gucken. Weil ich habe ja gehofft, dass es am 8. zu kaufen ist. Gut, weiter geht's. So, ich zeige dir jetzt noch meine Blushes. Auch wenn Alf schon halb im Koma liegt, weil er denkt, oh, wann sind wir endlich fertig? Und ich habe ihm gesagt, dass wir noch alles machen müssen. Und der hat echt so geguckt, so, weil ich meine, wir haben noch nicht so viel geschafft. Aber ich bin ein Mädchen, ich darf das. Okay, meine Lieblingsblushes, das heißt eigentlich einer davon ist mein Lieblingsblush. Und zwar ist das ein Alverde Blush, ein Mineralrouge in der Farbe 02 Cherry. Ich zeige die euch so rum, weil wie das Alverde-Logo aussieht, wisst ihr. Und das ist halt eine Farbe, die mir wirklich gut steht. Und dann gucken wir mal, dass ihr da mal einen Swatch kriegt. Ihr wisst, das Mineralrouge. Und ich habe gerade die anderen Swatches entfernt. Das heißt, die Haut ist noch leicht feucht. Das sieht echt aus. Ja, so stellst du dir Orgasm vor. Dabei sieht ja gar nicht so aus, aber das macht ja nichts. Also, ich meine den Nas Blush. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was meint die damit? Aber die meisten von euch wissen es eh. Okay, dann habe ich das noch in Antique Rose. Den zeige ich euch auch nochmal. Den trage ich nicht so oft, weil der ist so ein bisschen brauner. Ja, man sieht den jetzt hier bei dem Licht bestimmt auch nicht.
Schon siehst du den nicht. Und jetzt zeige ich euch nur noch meine Favoriten, weil sonst pennt ihr ja echt alle ein. Ich meine, das kann man alles über Blush zeigen. Also, dann haben wir erstmal die beiden sind meine Favoriten. Einmal in der Peach-Richtung, Fresh Apricot aus dieser Underwater Love, Deep Water Love von P2. Und dann haben wir einmal von P2 Ship Ahoy. Und diesen hier liebe ich besonders. Aber ich habe es auch nicht so mit den Peach-Tönen. Ich habe ein paar, mag die auch. Ja gut, den kennt ihr schon, sage ich gar nichts weiter zu. Ist eigentlich ein Lidschatten, aber einer meiner liebsten Blushes. Wie krass, ich zeige euch mehrere Blushes und sage, das sind alles meine Liebsten. Das ist auch schon ein bisschen für den Arsch, ne? Ja, und dann das hier, Vampire's Love. Und ich und das Zeug, das ist echt auch ganz große Liebe. Als ich das bei Tine im Video gesehen habe, wusste ich schon, ich werde es lieben, ich muss es haben. Und du musst dir schon mal angucken, wie geil das auf der Haut aussieht. Ich meine, das sieht ja schon so blutartig aus. Selbstverständlich ist dabei zu beachten, das scheint die Haut echt einzufärben. Das bedeutet, habt ihr eine Lösung dafür? Mein Finger ist immer so bunt. Aber wenn ich das mit einem Pinsel mache, dann ist der Pinsel hinterher für immer rot. As you can see, es ist traumhaft. Es ist einfach, ja, Blush-Sex, ne? Weißt Bescheid. Das muss ich haben. Nicht ganz so gerne. Im ersten mag ich eigentlich das von der Ballerina Backstage Blush. Die habe ich jetzt aber rausgefunden, ist super als Base für Blush. Das hat mir irgendwer als Tipp gegeben, habe ich rausgefunden. Klingt schon wieder so, war ich ja gar nicht. Okay, jetzt gehen wir noch schnell. Naja, wollt ihr wirklich meine Puder sehen? Das sind die, die ich auf dem YouTube-Treffen bekommen habe. Das ist noch ein kleiner Rest von meinem alten, was ich noch nicht abgegeben habe, aber weißt du was, das packe ich jetzt auch mal direkt raus, weil dann sollen sie sich ja nicht belasten. Dann nochmal schnell die Highlighter reingehalten. Ich meine, ich muss nirgendwo hin oder so, aber trotzdem, große Liebe. Oh, jetzt habe ich wieder zu kurz reingehalten. Wird es nicht scharf. Auch sehr große Liebe. Gar nicht wegen dem Effekt, also das ist gar nicht so, aber der Geruch, ich könnte die Dose fressen. Im Sommer benutze ich sehr gerne das hier. Das ist irgend so ein Billig-Highlighter, aber ihr müsst euch die Scheiße angucken. Das ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, weil das Licht ist so beschissen. Das tut mir echt ganz leid, aber ich kriege hier heute kein vernünftiges Tageslicht. Und das highlightet. Also da musste echt, ich trage das immer mit meinem Mini-Buffer auf, weil sonst siehst du aus wie eine Speckschwarte, wenn du zu groß aufgetragen hast. Ne, das geht einfach nicht. Na, egal, seht ihr wahrscheinlich eh nicht. Aber das ist echt ganz toll. Und dann habe ich ein mattes und ein glänzendes Bronzing Powder. Einmal matt, einmal glänzend. Und jetzt kriege ich hier schon, das bedeutet, die Kamera spitzt. Machen wir sie auch so lange. So, jetzt geht's los. Foundations. Das ist gar nicht ein Riesenthema, weil so viele habe ich auch wieder nicht. Ich hole die mal gerade alle aus. Nee, das ist kein Foundation. Das ist eigentlich noch eine. Also, einmal habe ich hier das. Das ist dieser dibbelige Roller in Vanilla Rose. Und es ist einfach, ich und das Ding, wir lieben uns einfach nicht. Deshalb werde ich das auch gleich mal rausstellen, weil das brauche ich immer noch nicht. Dann habe ich hier von L'Oreal Indefectible 16 Stunden. Hält bei mir alles lange, immer, auch wenn es keine 16 Stunden Zeug ist, weil ich eine trockene Haut habe. Ja. Das mag ich. Mein Liebling, das siehst du auch schon am Füllstand, ist Photo Finish. Viele Leute mögen das nicht, weil es ein wenig pudrig ist und sich in Falten absetzen soll. Bei der trockenen Haut geht es. Und ich mache unter die Foundation immer das hier drunter. Im Moment Feuchtigkeitskonzentrat. Das ist von Müller. Das kostet 2,50 oder so und das ist super geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist übrigens aus der gleichen Reihe von meiner Lieblings-Nachtcreme und Tagescreme. Kostet auch nur 2,50 und habe ich nochmal nachgekauft, weil ich es einfach, es ist geiler als alles, was ich je von Balea und so hatte. Dann habe ich einmal tatsächlich mal eine Marke, die ihr vielleicht kennt, die teurer ist, und zwar Estee Lauder Double Wear. Das ist mein Klassiker, wenn ich mal tatsächlich, zum Beispiel, wenn ich meine blöden Tage habe, dann kann es schon mal sein, dass meine Haut ein bisschen doofer aussieht, dann brauche ich das. Oder für ein Fotoshooting, wo du ein sehr exzentrisches Make-up hast, ist das natürlich hilfreich, weil du die eigene Haut fast komplett abdecken kannst. Das ist schon hardcore.
Und das ist so ein Superstay, 24 Stunden. Keine Ahnung, warum 24 Stunden da immer draufstehen muss, weil wer trinkt das so lange? Aber ansonsten weißt du Bescheid, das ist eins, was ich auch gerne trage. Das ist nicht sehr deckend und das mische ich meistens mit Feuchtigkeitslotion. Ist eine super getönte Tagescreme. Sonst noch was, was ich besonders gerne mag aus dieser Schublade, ist natürlich die kleine Primer Potion von Urban Decay. Und ich weiß es, ich will sie in groß. Allerdings hätte ich dann gerne die goldfarbene. Setze ich auf meine Make-up-Wunschliste. Ich mag ihn, den kleinen. Ja, gut, den Rest hier. Das hier ist Liquid Illuminator von Sleek. Das ist quasi so ein bisschen, ja, wie heißt das? Wie heißt das denn von Benefit? Weißt du Bescheid? Du weißt, wie es heißt. Das von Benefit, was Liquid Highlighter ist. Moonbeam, Sunbeam, keine Ahnung, irgendwas. Highbeam. Exakt. Ja, sonst noch ein bisschen Base hier von Studio Line. Das kann ich empfehlen, das ist super. Das benutze ich besonders auf meiner Stirn, wenn ich Fotoshooting mache. Gut. Fertig, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir das hier durchkriegen, weil nicht, dass ihr alle da schon halb im Koma liegt. Das zeige ich euch nur grob. Das hier sind meine Eyeliner, sowohl flüssig als auch die Gel-Eyeliner. Übrigens besonders gerne habe ich hier den aus der, ich glaube, Out of Space LA von Catrice, weil der ist so schweinchenblau. Er ist blau und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Hier sind meine Lipglosse und Lippenstifte. Und wie ihr seht, ist die Sammlung gegenüber des letzten Schminkvideos ganz schön eingeschrumpft. Ich gehe da jetzt auf einzelne auch nicht unbedingt ein. Vielleicht Highlights, Highlights. Oder nee, Neuzugänge. Ja. Und zwar Neuzugang Nummer 1. Boah, ich kriege hier die Swatches nicht mehr ab. Es tut mir leid, ich muss jetzt Swatch auf Swatch machen. Ist auch von Sandra St. Milli. Und zwar die 123 von Ethos. Das ist ein Nude-Lippenstift. Die Packung stört. Ich swatche den hier, dann mischt sich das nicht so. Guck mal, sehr schöne Farbe. I like it. Und dann machen wir weiter. Auch von St. Melisandre. Ich verlinke euch mal ihren YouTube-Kanal, damit ihr das sehen könnt. Das ist aus der Fairy Tale LE ein Gloss in Fairy Berry. Und ich mag den sehr gerne. Der ist ganz, ganz toll. Swatchen verzichten wir, weil ihr habt den schon oft gesehen. Ich trage den auf dem Video. Ja, dann kommt der Gloss. Ich nenne ihn mal die Wasserleiche. Und die Leute, die meinen Blog lesen, haben es schon gelesen. Das ist dieses Teil, was mich so mit einer Art perversen Faszination erfüllt. Weil ich kann ihn nicht hergeben. Ich muss ihn behalten. Weil ich finde ihn irgendwie, ich weiß nicht, es ist so wie so eine Art Autounfall. Du willst gar nicht hinstarren, aber du musst hinstarren. Und ich mag ihn. Es ist die 38 Movie Star und er ist von Milani 3D Glitzy, steht vorne drauf. Und er ist halt blau. Sandra hat ihn abgegeben, weil sie gesagt hat, sie sieht damit aus wie eine Wasserleiche. Nun muss ich bestätigen, ich sehe damit auch aus wie eine Wasserleiche, wenn ich den direkt auf meine Lippen mache. Allerdings über einen anderen Lippenstift aufgetragen ist der schön, weil dann kommt das Glitzern raus und der riecht so gut. Weißt du Bescheid, ne? Und der hat so einen tollen Kindle, so ähnlich wie. Ich habe auch einen Versace Lipgloss, der so aussieht. Der ist schon ganz abgegriffen, dass man kaum noch sieht, dass er Versace ist. Und der ist in Orange. Den benutze ich auch nur oben drüber. Und der hat halt auch diesen geilen Pinsel. Und deshalb mag ich Agent Wasserleiche auch so gerne, weil er ist einfach super. Last but not least gibt es hier, wow, das ist auch Estée Lauder. Die Farbe ist Kaleidoscope Pink. Und das ist eine Farbe, die ist vielleicht geil. Das ist so, weiß ich nicht, so 3D-Effekt. Weiß, milchig, grünlich, pink, alles in einem. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Den mag ich auch sehr gerne.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. Der muss schon echt alt sein, aber der stinkt immer noch nicht wie Oma in eine Flasche, also ist der noch nicht umgekippt. Sieht man wahrscheinlich eh nicht, aber der ist halt von manchen Richtungen sehr blau, von manchen pink. Das ist einfach geil. Einfach geil. So, jetzt kriege ich schon das Zeichen, die Kamera stirbt gleich, weil wegen Hitze und so, weil ich hier schon wieder am Wackeln bin. Deshalb hoffe ich, euch hat meine neue Schminksammlung gefallen und ich habe euch ganz doll lieb. Ich vermisse euch. Und denkt dran, Ivo kommt bald. Bye, bye.